Jetzt ist das Thema Aura, Farbe des Geistes. Bevor wir sprechen dieses Thema, ich bringe unser Mario, weil er sehr lange mit mir. Mario, kannst du kommen? Ja. Und Ryan. Nicht das okay. Er kennt mich sehr, sehr lange und wir haben einen sehr engen Moment gehabt mit ihm. Und kannst du teilen, diese, wo sie? Ja. 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 Also ich war mal beim Zahid zu Gast und unten im Keller war so ein Weinkeller und da hatte Zahid gesagt, Gott hat erlaubt, dass wir Gottes Licht sein dürfen. Und dann hat Zahid sich hingelegt, der Helmut war auch da. Helmut war auch. Und Zahid hat sich auf den Rücken gelegt, hat Tränen für Gott gegeben, also hat sich auf Gott konzentriert und hat geweint und lag auf dem Rücken. Und dann hat sein Körper kurz gezittert und dann war über Zahid ein blauer Kristall, ca. 15 cm groß, unten glatt, oben ging es leicht auseinander und dann zu so einer Spitze. Und war lautlos, war blau und war eine Sekunde da und dann wieder zwei Sekunden weg. Und das ca. 30, 40 Mal hintereinander. Und da dabei war auch noch parallel Zahid, irgendwie kam wie Licht aus seinem Körper, aus der Haut direkt, konnte man einen hellen Punkt sehen und da hat sich Licht wellenförmig wegbewegt. Normalerweise ist Licht immer gerade. Wir kennen das nur so wie so ein Laser. Aber bei Gottes Licht, das ist gebogen. Das kann sich biegen, wie es ja auch diese Kristallform annehmen konnte. Und überall, wo das Licht die Wand berührt hat, hat es ganz stark nach einem ganz schönen Wohlgeruch gerochen. So eine Art wunderbares Parfüm. Zwei, drei Tage war es. Ja, genau. Dort, wo du gelegen hast, der Boden hat auch gerochen. Zwei, drei Tage lang. Ja, genau. Da kann man nicht haben. Genau, dieser Gottesduft. Ja. Solche Phänomene erlebt man halt nur hier. Dass Licht riechen kann, dass Licht gebogen ist, das habt ihr vorher noch nie gehört, aber in der Quantenphysik. Darf ich eine Frage stellen? Ich habe sonst oft, weiß ich nicht, glaube, da war ich 13, 14, das war auf jeden Fall immer nur in der Kirche, dass das wie so Rauchschwaden, so weißer Rauch, als würde da quasi etwas verbrennen. Also wenn man ein Streichholz ausgemacht hat und was dann so aufsteigt, das habe ich ganz viel immer gesehen und ich so, seht ihr das auch so? Hm, ne? So was ist, aber das ist das nicht, ne? Das ist doch, glaube ich, du hast da auf den Augen gesehen? Ja, ja. Aber wie alt warst du? 14. Ist das nicht hier dieses, was er da immer schwenkt? Nein, nicht der Weihrauch, also da, so blöd bin ich nicht. Ja, wenn man hinten steht, sieht man nur noch. Nein, es war immer... Welche Farbe? Weiß. Es war wie wenn man Streichholz, also quasi wenn man Streichholz ausmacht, dieser ja, dann da war die Zeit auch, wenn Marion war jung, war sehr offen. Und sie hat gesehen, dann einmal war, wie heißt es, Zurekan. So, ja, ich glaube, das war ein besonderer Moment, wo du kannst. Ja, gut, ja. Aber was dieses Snacks auch gerade, aber ich dachte. Die verschiedene Licht ist verschiedene Führung. Weiße Licht ist die Führung, ist Weg zur Wahrheit. Wenn du siehst, das Licht kommt von hinten, Licht will dich schützen. Light want to protect you, schützen. Ich will dich schützen. Licht kann rechte Hand. Das heißt, Licht will dich nehmen in verschiedene Himmel. Licht kommt her, das heißt, will dich Aufgabe geben. Mhm. So dass die verschiedene bedeutet in diesem Moment. Aber einmal und dann nicht mehr, dann ist die Frage kommt, warum nicht noch mehr? Mhm. Das heißt, dann irgendwas passiert, wo die geistige Welt war. Ne, das war ganz offen und dann über den Möbel und so quasi. Ne? Also es war nicht an mir, sondern ich habe es einfach so hochsteigen sehen. Letzte Mal, ich war gebetet in Seminar. Alle hatten was gesehen, blaue oder irgendwas Licht. Aber was passiert war mit mir, das hat nur eine Person gesehen. Und das war er. Ah ja. Kannst du vielleicht. Viele haben gesehen, aber relativ, ja. Aber er hat genau gesehen, was ist in diesem Moment. Ja, also
Jetzt genau den Moment oder alles? Alles kannst du. Alles okay, ja. Also, nicht so viel. Ja, ich habe halt erstmal gesehen, wie blaues Licht überall war und dann sich auch so gebogen hat, auch in Wellen verschieden. Und dann habe ich gesehen, wie uns ein großes, goldenes, weißes Licht umarmt. Also das war wirklich um unsere ganze Gruppe drumherum. Und ich habe wirklich gefühlt und gesehen, dass dieses Licht uns umarmt. Und dann, ich weiß nicht, ein bisschen später auf einmal war Gott da. So wirklich in der Mitte, also Zeit war ein bisschen weiter vorne. Und genau da war Gott. Wirklich groß, riesig und golden, wunderschön. Und das hat mich wirklich sehr berührt. Und dann habe ich halt gesehen, wie Zahid sich mit Gott unterhält. Ja. Hast du Gott nur als oder nur hast du Gott als Licht wahrgenommen oder als Wesen? Mhm. Also Wesen heißt Kopf, Hände, Körper. Ja. Ja. Das ist auch. Also halt groß, lange Haare und ich weiß nicht, so 2-3 Meter groß ungefähr. Aber ja, Hände, Beine, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Wie soll ich euch Gott beschreiben? Das müsst ihr selber sehen. Das ist, ich rufe nur mal an, ich treffe mich morgen. Ich kann das nicht in Worte fassen. Wenn wir sehen Gott, diesen mächtigen Moment. Ja. Ja. Alles Augen, Hand, alles sagt, du bist mein Vater. Dieser Moment ist ein mystischer Moment, wo kann man nie schreiben in ein Buch. Dass wir sagt, das ist eine einmalige Erfahrung. Das hier, der muss. Ja. Ich habe versucht, auch zu schreiben, niederzuschreiben, egal wann ich irgendwie Erfahrungen hatte mit Gott. Ich kann es nie so wiedergeben, wie das wirklich war. Merik, kannst du teilen, wenn du war in die Himmel und du hast gesehen die Monument eigentlich. Und wie Gott kann und gibt dir eine Kuppel eigentlich. Ja, das waren zwei verschiedene Sachen. Das eine war ein Traum. Da habe ich geträumt, dass ich in so einer Dimension war. Es war aber sehr modern, auch sehr minimalistisch alles. Und da war ich quasi auf so einem wie Art Marktplatz. Und in diesem Marktplatz war halt ein großer Brunnen. Und statt halt, was ein Brunnen war, war halt ein Monument. Und dann hat mein Papa gesehen, er ist ja noch 25 Jahre und Haare hatte auf dem Kopf. Und er im Grunde genommen als 25-Jähriger war dann war als Monument dort abgebildet. Das habe ich einmal gesehen. Und das andere war am Baum. Baum. Da haben wir am Baum gebetet und dann habe ich halt gesehen, wie Gottes Hände zu mir kamen und dann gesagt, ich habe was für dich. Ich habe was für dich. Und dann war in der Hand war halt der Globus, also die Erdkugel. Und die hat halt geleuchtet und die hat er mir gegeben. Und eine Nacht dort gebetet und ein blaues Licht kam rein und hat geklebt da, bei Rock Nacht. Genau, das, da war ich aber klein, ja, da war ich noch ein bisschen kleiner. Sie hat viele Dinge. Ja, und dann habe ich aber auch, also dieses goldene Licht habe ich auch gesehen, da habe ich gespielt, da war ich auch kleiner, mit meinen Puppen und dann kam plötzlich, ist die Tür aufgegangen in Rottgau und da kam halt so ein großer goldener Lichtball, ist halt reingekommen, weil ich noch ganz klein war, habe ich mit offenen Augen gesehen, das war halt auch. Lachte mal, war sehr interessant, sie schreibt Buch, ne, neue Buch mit. Du diktierst und das geht jetzt. Ja. Und ich spreche und sie macht das. Weg zurück zum Himmel. Und dann, sie hat gesehen, sie war in die Burg, in die Spitze. Ja? Mhm. Und dann von unten. Kannst so, ja, genau. Dann habe ich auch was gesehen, da war ich halt wie auf einer Klippe. Und ich stand am Abgrund. Und dann ist von dem Abgrund oder von unten ist ein Wesen gekommen. Und das Wesen war halt auch so 3 Meter groß und hat halt auch Muskeln gehabt, richtig, und war halt blau. Und das war dann vor mir und hat sich aber in die andere Seite gedreht von dem Abgrund. Hat in die Richtung geschaut. Und dann habe ich mich auch umgedreht und habe da hingeguckt und dann habe ich Europa gesehen. Und habe halt gesehen, dass Europa aufgeleuchtet ist.
Auch mit blauen, also mit Licht, dass man weiß, dass von El Winkel. Genau, von seinem. Er hat da geflogen. Nee, er hat keine Flügel gehabt. Der konnte trotzdem fliegen, aber ohne Flügel. Aber er hat Muskeln gehabt, richtig. So richtig muskulös und. Tja. Ja, ich wollte das total, weil jetzt kommen die Klimahäuser. Spiritual Earth. Ja, Aura. Das in der Mitte ist. Moses hat letztes Mal gesehen, von meinem Mund kam die blaue Licht. Ja. Ja. Und was war noch? Weißer Rauch. Und so Rauch war um dich. Und weißes Licht habe ich dann noch an der Seite gesehen. Warum kannst du teilen, lass dich hinken und dann wir gehen. Was ich wollte. Ja. Mein Mittag, du hast Essen gebracht. Ja, also ich habe zwei unterschiedliche Sachen einmal gehabt. Einmal war es so, da habe ich dem Said was gebracht, er hat am Tisch gesessen und auf einmal habe ich nur noch seinen Kopf gesehen und sein Oberkörper war eigentlich verschwunden, ich habe nur seine Knochen gesehen, also das Skelett. Und das war so ein ganz extremes Grün, ja, also so leuchtend, schon fast wie Neongrün, muss man eher sagen. Und dann habe ich hinter ihm gesehen, dass er Flügel hatte, ja, und ich habe ihn ja nur angestarrt, ich habe gedacht, was ist das denn? Und er hat gesagt, was ist los, warum guckst du so? Ich so, weil du ganz komisch für mich aussiehst. Ich habe nur noch grüne Knochen, sehe ich. Dein Kopf zwar und Arme, aber hier dein Oberkörper ist weg. Mhm. Da sagt er nur so, ach, das ist ganz normal. Und seine Frau, die Christiane, war auch da, sagt sie, ah, das ist nichts Besonderes. Ne? Aber für mich war das ja erstmal, ich habe einen Schock gekriegt, was das denn ist. Und das war irgendwie, das war ein ganz tolles Erlebnis, das mit offenen Augen zu sehen, obwohl du eigentlich was machst, was ganz anderes. Und auf einmal passiert dir das. Ohne dass du an etwas gedacht hast, ich habe nicht gebetet, gar nichts. Das ist einfach passiert. Ja, und dann hatte ich einmal eine Geschichte, die war bei mir im Zimmer halt. Und dann habe ich Mittag gegessen eigentlich mit den Kindern. Und ich habe auf der Wand, wo ich geguckt habe, habe ich eigentlich ein Bild gehabt. Und dann habe ich halt da so hingeguckt. Und auf einmal ging alles weg. Dann war das ist die Vision. Denn die Vision kann man nicht, wie die materielle Welt geht. Das ist alles weggegangen. Das heißt, wie es heißt, eine Zug läuft und die andere Zug merkst du, dass du bewegst auch. Ja? Mhm. Sondern du gehst rein. Okay, das ist ja. Ja, und dann, wie gesagt, meine Wand war weg, Bild war weg, alles. Und dann habe ich eine wunderschöne Wiese eigentlich gesehen, eine Landschaft. Ich habe richtig gehört, wie die Vögel am Zwitschern waren. Ich habe die Insekten wahrgenommen. Ich habe die Sonne wahrgenommen, die Blumen, alles. Also es war wunderschön. Also richtig toller Moment. Man kann das gar nicht so beschreiben, wie du auch sagst. Man muss das einfach erlebt haben. Und dann habe ich von Weitem, kam eine Person auf mich zu. Und ich habe geguckt und habe nur gesehen, dass sie sich immer gebückt hat. Links und rechts und hat Blumen gepflückt. Und dann kam die Person immer näher und dann habe ich erkannt, dass es Said war. Aber er war so am Strahlen. Er sah so schön aus und jung aus. Und was mich total irritiert hat, er hat so strahlend weiße, gerade Zähne gehabt. Ja. Das sah so wunderschön aus. Ja, die waren so strahlend und so gerade und alles wie so Zahnpasta-Werbung. Total. Und wenn man ihn kennt, ist es halt nicht so. Ne? Aber da war ich so fixiert drauf. Und dann auch so um ihn herum war wie so ein Strahlen. Und er hat nur gesagt, ja, ich bin es. Ne? Und hat mir dann diesen Blumenstrauß gegeben, hat gesagt, das ist für dich. Und ich weiß, ich habe es angenommen. Und auf einmal war er weg und alles, die Wand ging zu. Meine Kinder haben da gesessen, haben nur gefragt, was ist los, Mama? Und das kann nur ein Moment eigentlich gewesen sein. Die haben ganz normal da gesessen, haben gegessen und ich so, alles okay. Und richtig, wie Porzellan. Wie Porzellan. Also das ist... Schönheit ist geile Geschichte. Ja. Schönheit ist... Einfach geht weg. Ja, also das war wirklich... Ja. Lass den Kontakt teilen. Er wollte dann halt auch... Das mit den Knochen, mit den grünen Knochen. Ja. Das hast du ja schon mal erzählt, aber ich habe jetzt vergessen, was da die Bedeutung war. Also vor allen Dingen, weil ihr gesagt habt, ach, das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal, als ob das
ob der Zeit das so wirklich ja, das ist, von sich aus ja, machen. So selbst, nee, nicht von, einfach selbstverständlich, wenn du geistig dich öffnest, dass ja. du solche Sachen sehen kannst und wahrnehmen kannst. Mhm. Und für die ist es ja schon ganz normal, weil für die ja. ist es natürlich, die sind geistig so offen, dass sie alles nicht mehr so wie erschrocken so wahrnehmen, weil für mich war er so, oh, was ist das denn? Ja, ich habe auch gemerkt, ich bin so ein bisschen zurückgegangen, weil ich habe ja gedacht, was ist da los? Und für die beiden ist das auch für die Christiane schon so normal, weil sie ja ständig alles sehen, was drumherum ist. Ob es Geistwesen sind, ob es irgendwelche anderen Sachen sind, das ist ja normal für die. Aber für uns ja nicht, die gerade erst da versuchen reinzuwachsen oder damit zu wachsen. Ja, und deshalb, also. Aber mittlerweile habe ich mich auch an Sachen gewöhnt und denke so, schön, danke schön, dass ich das erleben darf. Aber am Anfang war es schon komisch, ja. Die Vision ist schon, jetzt hast du deine Reise mit Gott. Das ist ja. Meine Reise mit Gott, das war, also wo ich Gott das erste Mal getroffen habe, oh, muss ich auch echt weinen jedes Mal, das war, da habe ich eine schlimme Krankheit hinter mir gehabt, war dann auch im Krankenhaus, wurde operiert und kam dann wieder raus. Und an dem Tag weiß ich, ich habe zu Gerti, ist jemand anderes gesagt, Gerti, du, ich bin so müde irgendwie, ich muss mich doch hinlegen, ne? Ich fühle mich noch nicht so gut. Hat sie gesagt, ja, ist egal, ich bleibe heute noch da. Sie hat dann auf meine Kinder aufgepasst und ich habe mich hingelegt. Habe vorher noch, weiß ich, habe aber ein bisschen gebetet und bin dann eingeschlafen. Und dann habe ich auch wunderschöne Wiese auch gesehen, ein Weg, wo ich lang gegangen bin, ach, so richtig, wie man es einfach so aus dem, wie so ein Bilderbuch, ja, so sieht, diese schönen grünen Wiesen und Wälder und alles und auch alles gemerkt, auch wie die, wieder die Vögel, auch die Sonne habe ich richtig gespürt und ich war einfach total glücklich, das war schön. Und dann habe ich auf einmal aber gemerkt, boah, was ist das, habe ich mich erschrocken, weil es kam von Weitem, war für mich wie ein Sandsturm auf mich zu. Und ich habe gedacht, wo soll ich hin? Links, rechts, der kommt ja direkt auf mich zu. Was, und das hab, Tornado, nee, erst war nur Sandsturm. Also erst kam wie so eine Sandwand auf mich zu. Und da habe ich halt ein bisschen Angst bekommen. Und dann habe ich gemerkt, dass diese Sandwand immer mehr sich zusammengezogen hat. Und dann war es ein Tornado. Und dann kam das immer näher und näher. Und ich habe gemerkt, wie mein Herz war am Klopfen und alles. Und dann habe ich gesehen, dass dieser Tornado aber nicht Sand war, das war goldenes Licht. Ganz kleine Punkte, alles wie aus Gold und am Strahlen. Und eine Geschwindigkeit, ja, ich habe, das hast du richtig gemerkt. Und dann habe ich aber gemerkt, wie diese Angst ging auf einmal weg von mir ein bisschen. Und innen drin habe ich eine Gestalt gesehen. Und dann habe ich nur noch gerufen, Vater, ich komme, und ich bin da reingesprungen, ja, ohne Angst, gar nichts mehr. Ich habe nur noch Liebe gespürt und dann habe ich wirklich, also Gott habe ich als Gestalt gesehen. Man muss sich vorstellen, nicht wirklich weiß, aber ein bisschen durchsichtig, also ein bisschen durchschimmernd, aber in weiß schon. Und als riesengroß war er, aber als alten Mann habe ich ihn gesehen. Also wirklich auch, ich konnte sehen, dass er einen langen Bart hatte, auch die Haare waren lang für mich. Nur für mich hat es irritierend erst gewirkt, weil seine Hände und Füße sahen ein bisschen anders aus. Also er hat nicht so Finger richtig gehabt wie wir. Das sah irgendwie, weiß ich nicht, ich kann es nicht beschreiben, das sah anders aus. Und dann habe ich gemerkt, wie ich auf einmal, beim Springen wurde ich kleiner. Also ich war nicht mehr erwachsen, ich wurde kleiner, also wie ein Kind. Dann habe ich mich gesehen mit 7 oder 5. Und auf einmal habe ich in seinen Arm gelegen als Baby, also richtig als Säugling. Und dann habe ich so eine Liebe gespürt und so ein, oh, das war so ein Glücksgefühl. Und er hat sich gedreht mit mir. Und dann habe ich gemerkt, wie wir hochgegangen sind. Und ich weiß noch, ich habe gerufen, Gott, ich will nicht mehr zurück, bitte nimm mich mit. Nimm mich mit, ich will nicht mehr zurück. Und ich habe in dem Moment hast du alles ausgeblendet. Das ist egal, was du hier auf Erde hast, ob ich Kinder habe oder sonst was. Und auch das Gefühl, eine Mutter, die Kinder bekommen hat, weiß ja, wie schön es ist, ihre Kinder erst einmal in Händen zu halten. Das war noch viel schöner, in Gottes Hände zu liegen. Und du hast einfach nur das Gefühl gehabt, du willst nicht mehr zurück, du willst einfach bei ihm bleiben, du willst mit ihm gehen.
Und er hat da, aber habe ich gemerkt, wie wir wieder runtergegangen sind. Und er hat gesagt, nein, du bist noch nicht so weit, ich bring dich wieder zurück. Und dann habe ich auf einmal mein Bett gesehen, wie ich da liege. Und dann hat er mich reingelegt in meinen Körper. Ich habe gemerkt, wie meine Beine, wie mein Po, mein Rücken, und dann hat er mich reingelegt. Und auf einmal war er weg. Und ich war wach und habe nur geweint. Ich habe den ganzen Tag geweint. Ich konnte nichts anderes. Ich konnte nur weinen, aber ich weiß auch nicht warum. Ob es war, weil ich Gott jetzt getroffen habe, die Traurigkeit, weil ich wieder zurück musste in meinen Körper. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich war glücklich, aber auch traurig zugleich. Also das war so ein bewegendes Gefühl, das werde ich nie vergessen in mein Leben. Absolut nicht. Und das war der 19. Januar 2013. Dieses Datum werde ich nicht vergessen. Und nachmittags nach 16 Uhr war das. Das weiß ich immer noch. Das ist, vergisst man nicht. Das war richtig das erste Treffen mit ihm. Vorher habe ich schon mal seine Stimme gehört, dass er mit mir gesprochen hat. Oder ich habe ihn auch gesehen in einer anderen Form, halt in Saids Form, wo mir Jahre später erst bewusst wurde, dass es nicht Said war, sondern Gott. Ja, das war... Aber das ist ein Erlebnis, das wünsche ich jedem Menschen, dass er Gott treffen darf. Das ist einfach Wahnsinn. Das war auch passiert, wenn du was so vergisst. Ja, das ist ein anderes... Ja, was war das? Ja, ich hatte noch ein anderes Erlebnis. Da war mir, das war auch wunderschön, aber mir war bis vor 2 Jahren nicht bewusst, dass das Gott war. Und zwar habe ich da auf meinem Sofa gesessen im Wohnzimmer. Ich habe gelesen, gebetet und habe auf einmal gesehen, wie meine Decke weggegangen ist. Also meine Decke vom Zimmer. Und dann habe ich den blauen Himmel gesehen, Wolken gesehen und habe mich selber gesehen, wie ich meinen Körper verlasse. Ich bin raus aus meinem Körper, bin durch diese Wolkensphäre, muss ich nennen. Für mich hat sich das angefühlt, als ob man in einem Hochhaus ist und man geht Stockwerk zu Stockwerk. Aber eine Wolkendecke war das praktisch. Und das habe ich alles richtig gespürt, wahrgenommen und ich war wach. Also eigentlich habe ich ja unten auf meinem Sofa gesessen, ja, aber ich war wach gewesen und bin raus. Und dann bin ich irgendwann in einem Fahrstuhl angekommen, habe auf einmal im Fahrstuhl gestanden, bin mit dem Fahrstuhl immer höher, habe ich auch gemerkt, richtig? Okay, das will ich mir teilen. Fahrstuhl war fossiler, weil ihre Entwicklung war nicht so weit, dass sie konnte gehen vertikal. Mhm. So, da kann man den Fahrstuhl versehen. Mhm. Das ist eine horizontale Entwicklung und eine vertikal. So, da die konnte nicht, so kommen die Aufzug dann von Himmel. Mhm. Aber ein paar Wolkendecken habe ich geschafft. Also. Das war schon. Ja, und dann halt, dann habe ich gemerkt, wie der Fahrstuhl kurz angehalten hat und die Tür ist aufgegangen. Und dann stand der Said vor mir. Und dann habe ich mich erst erschrocken, weil er hat aus seinen Augen, die sahen anders aus. Er hat keine Pupillen gehabt, die waren schneeweiß. Einfach nur schneeweiß. Und dann kam er rein und das war so eine Atmosphäre dann aber. Erst hat er dann gesagt, ja, ich bin es, ne? Brauchst keine Angst haben. Und dann auf einmal war so eine Atmosphäre, so von Liebe und Ruhe und Frieden in diesem Fahrstuhl. Das kann man gar nicht beschreiben. Also das war einfach so schön harmonisch. Der ist zu, wir sind dann noch weiter hoch. Und dann kam ein kristallfarbenes blaues Licht aus seinen Augen, wie so Taschenlampen sah das für mich aus, was so ein bisschen auseinander geht, das Licht. Und dann hat er meine Hände gehalten, hat gesagt, ja, ich bin es. Und ich habe einfach nur dieses wunderbare Gefühl halt auch gespürt. Man brauchte gar nicht reden. Es war einfach wunderschön. Und irgendwann ist aber der Fahrstuhl auf und hat gesagt, so, ich gehe jetzt, weil du bist noch nicht so weit, ne? Du kannst nicht weiter mit mir gehen. Dann ist er ausgestiegen, Fahrstuhl ging wieder zu, ich bin wieder runter, habe ich richtig gemerkt, es ging alles wieder runter. Dann habe ich diese Wolkendecke gesehen, da bin ich wieder durch, ne? Stück für Stück. Dann habe ich mich unten sitzen gesehen und habe richtig gemerkt, wie ich wieder in meinen Körper reinging. Also das habe ich gemerkt, auch bei diesem anderen Mal, wenn man raus oder reingeht in den Körpern, es geht immer hier unten. Dann die Füße gehen wieder rein, der Po geht wieder rein, der Rücken, als ob man so richtig in so eine Form wieder reingepackt wird. So habe ich das empfunden. Und dann
habe ich gemerkt, wie ich in meinem Körper war. Die Decke ging wieder zu und ich habe da gesessen und habe nur gedacht, was war das? Was war das? Und habe gedacht, du bist ja wach. Ich habe das Buch ja in der Hand gehabt und alles. Ich war wach, ich habe nicht geschlafen. Und das war so, wow. Und da habe ich jahrelang immer gedacht, dieses Erlebnis, das war Said. Bis mir irgendwann, ich glaube, das war vor 2 Jahren, da hatte ich dir doch geholfen, wo wir nochmal diese Kundgebung. Wir haben in der Offenbarung nochmal diese Ergänzung gemacht an dem Buch. Und das sollte ich ja aufschreiben. Du hast diktiert, ich sollte aufschreiben. Und dann waren wir bei einer Stelle mit Gott und auf einmal sagt mir eine Stimme im Fahrstuhl, das war nicht Said, das war ich. Oh, lieber Gott. Und ich hab geweint. Ich war so, ich habe so geweint und er hat gefragt, warum heulst du so? Berührt dich das so, was wir schreiben? Ich so, nee. Und dann habe ich ihm das geteilt und dann sagt er, ja. Und dann hast du jetzt realisiert, das war Gott gewesen, nur du warst noch nicht bereit, seine Form vielleicht so anzunehmen. Und deshalb hat er mich, also ist er in meine Form gekommen. Die war die Blaue, ja. Ich komme von. Ja. Das war also einfach wunderschön. Thema, was war das Thema? Moment. Aura des Geistes. Ja. Aura, Farbe des Geistes. I would like to share how to the Thema come. Bevor ich über dieses Thema spreche, möchte ich noch etwas mit euch teilen. When I was in the age of 12, als ich im Alter von 12 Jahren war and, this crystal blue tornado came to me, und dieser kristallblaue Tornado zu mir kam and I went with God. This in the book too. Und ich mit Gott gegangen bin, das steht auch im Buch, and angel was with me. Und die Engel waren auch mit mir. Ich habe Gott gesehen, aber das ist 3 Tage passiert, also hintereinander. Aber im Alter von 16, als ich meine Heimat verlassen wollte und Gott zu mir sagte, dass Deutschland das auserwählte Land ist und ich dorthin gehen sollte, God kissed me, my eyes. Gott hat meine Augen geküsst. From that time, von dieser Zeit an, nighttime, all the blue crystal light is in my eyes. Kam immer kristallblaues Licht von meinen Augen. Always. Immer. Nighttime. When I'm in the forest, wenn ich im Wald bin, the whole forest become through my eyes crystal blue. Dann kommt durch meine, wird der ganze Wald erhellt durch meine Augen, durch die kristallblaues Licht kommt. If I'm in my room, wenn ich in meinem Zimmer bin, the whole room become crystal. Wird der ganze Raum kristallblau. And with this light, I leave my body very aware. Und mit diesem Licht verlasse ich meinen Körper auf eine sehr bewusste Weise. And then I'm traveling. Und dann reise ich. Yes. This happened since God kissed my eyes. Und das ist passiert, seit Gott meine Augen geküsst hat. But this light is always there in my eyes. Aber dieses Licht ist immer in meinen Augen, immer. Nighttime very intensive. Und in der Nacht sehr intensiv. And I can see. Und ich kann sehen. Everything. Alles. In the nighttime. So I think this was a beautiful gift from God. Und ich denke, das war ein wunderschönes Geschenk von Gott. Und es ist immer noch ein wunderschönes Geschenk von Gott. Immer nachts. Und in diesem Licht scheint Billionen Sonnen hell. Oder Billionen Sonnenschein darin. Und alle habe ich gesehen, viele verschiedene Schöpfungen kommen zu mir. Und sie wollen mich mitnehmen. In their heaven, actually. In ihre Himmel. Yes. So you cannot imagine what God created, actually. Ihr könnt euch also nicht vorstellen, was Gott alles erschaffen hat. Now, we forget our home, actually. Aber jetzt haben wir unsere Heimat vergessen. And we are busy here. Und wir sind beschäftigt hier mit dieser Welt. Yeah.
Gut, then we talk about now, Tima. Mario. Aura, Farbe des Geistes. Ne? Farbe im Geist. Kann ich dazu? Ja. Deutschland. Warum Deutschland? Einmal Gott hat gesagt, ich schaffe Menschen. Und Engel hat gesagt, warum schaffst du Menschen? Ja? Und Gott hat Antwort gegeben, was ich weiß, euch weiß nicht. Ja? Zu Engel. Damals. Und warum Gott hat Deutschland ausgewählt? Ich kann meine Antwort geben. Aber was Gott weiß über Deutschland, ich weiß nicht. Ja? Aber ich sehe so, dass Deutschland ist Erster, Zweiter Krieg durchgegangen. Erster und Zweiter Weltkrieg. Zum Beispiel. Und er hat sehr viel bezahlt, eigentlich. Und Deutschland hat auch eine Rolle gespielt, Einheit auf Europa. Ja? So, ich glaube, Gott sieht in Deutschland Inhalt mehr, dass wenn die nehmen einen Inhalt, ja, die würde erreichen ihre Ziele. So ich sehe. Aber ich habe gesehen, dritte Generation in Deutschland. Ich war nicht da, ich meine, ich war weg. Aber dritte Generation habe ich gesehen, diese Kinder, kann man sagen? Nachfahren. Nachfahren, yes. Maybe I speak English. So ja. Yes. They was the one who brought the light from Germany to Europe. Sie waren die, die das Licht von Deutschland nach Europa gebracht haben. And they changed whole Europe spiritually. Und die haben das ganze geistige Umfeld von Europa geändert. And this was the Germany. Und das ging war Deutschland, was es alles angefangen hat. So Germany were building the Königreich of God. Und Deutschland hat das Königreich Gottes gebaut. This I saw personally. Das habe ich gesehen mit der dritten Generation. And I was in spiritual world. Und ich war schon in der geistigen Welt. The only thing I want to share, one aber, thing. Aber die einzige Sache, die ich noch mitteilen möchte, what I write in my book. Weil ich auch mein Buch geschrieben habe. God was holding my hand and God said, let's go Germany and let's see Germany. Gott hat meine Hand gehalten und hat gesagt, lass uns nach Deutschland gehen und Deutschland beobachten. Yes, so I was in the cloud. Und ich war dann in den Wolken. And Germany, in this moment, I saw many heaven and paradise and angel was visiting Germany. Und ich habe gesehen, dass in diesem Moment viele Dimensionen und Paradiese und Engel diese Deutschland besucht haben. Und Germany was getting amazing blessing actually. Und die Deutschen haben einzigartigen Segen bekommen. So I saw one young woman, 25. Und ich habe dort eine junge Frau gesehen, die war ungefähr 25. And when she was asking God to come, und als sie Gott gefragt hat oder gebetet hat, dass er kommt, God was always coming and was visible for Germany. Ist Gott immer gekommen und war sichtbar für Deutschland. And I was so mystisch. Und Gott war, Papa war so mystisch. The German third generation has so deep relationship with God, yeah? Dass Deutschland so eine tiefe Beziehung mit Gott hat. Okay. And God said to me, go down. Gott hat gesagt zu mir, geh runter. And this young woman was asking God to come, so everyone can see it. Und diese junge Frau hat Gott gefragt, dass er kommt und. And then God was in the Vulcan. Und dann war Gott auch in den Wolken. And God said, go down. Und Gott hat gesagt, geh zu mir, dann geh runter. I went down. Ich bin runtergegangen. I saw this young lady. Ich habe diese junge Frau gesehen. And this time, German people have so spiritual eyes that everybody can see it. Und zu dieser Zeit hatten die Deutschen waren die geistigen Sinne von den Deutschen so offen, dass jeder mich sehen konnte. Yes. No, they also could see when the angel came. Ach so, und sie konnten auch sehen, wenn die Engel kommen und so weiter. So spiritual environment. So ein geistiges Umfeld war das. She saw me. Sie hat mich gesehen. And she started crying. Und hat angefangen zu weinen. Yes. And I saw. Und ich habe gesehen. She put her cuff in my feet. Sie hat ihren Kopf vor meine Füße gemacht. And I was wondering, she has such a deep relationship with God.
Und ich habe mich gewundert, sie hat so eine tiefe Beziehung mit Gott gehabt. Why is she doing this thing again? Warum verbeugt sie sich dann vor mich? And then she spoke to God. Und dann hat sie zu Gott gesprochen. And I was hearing. Und gesagt. And ich habe gehört. Und ich habe gehört. She said, God, thank you. Sie hat gesagt, Gott, danke. That I today saw Zahid vier Augen. Dass ich heute Zahid unter vier Augen sehen konnte. And you know what she said? She says, whatever I found my relationship with God. Sie hat gesagt, was auch immer ich in meiner Beziehung mit Gott gefunden habe, this was this red book. War durch dieses rote Buch, durch die Offenbarung. We are also reading that book. Wir lesen auch die Offenbarung. But in the future, aber in der Zukunft, somebody with same book, wird jemand mit demselben Buch, how far this person can come. Wie weit kann dann diese Person kommen? So maybe that's why God chose Germany. Und Germany is a very special nation. Und vielleicht hat deswegen Gott Deutschland auserwählt, weil Deutschland eine sehr besondere Nation ist. Actually, when God had mich gefragt, eigentlich als Gott mich gefragt hätte, habe ich gesagt Pakistan. Yeah. Wenn er mich gefragt hätte, hätte ich gesagt Pakistan ist das auserwählte Land. Neben dieses Land, yes. Und ja, aber. Gottes Wege sind mysteriös. Ja, Gottes Wege sind mysteriös. Kann man nicht verstehen mit unserer third generation. Das heißt, die dritte Generation. Die dritte Generation in Deutschland. They brought ideale world. Die haben die ideale Welt gebracht. So God said to me, go. Aber if you ask me ehrlich, if you ask me. Aber wenn ihr mich ehrlich fragen würdet. When I saw German people. In the beginning. Als ich die Deutschen am Anfang gesehen habe, als ich hier angekommen bin, and I was living with German people, und mit den Deutschen gelebt habe, habe ich eigentlich Kopfschmerzen bekommen. These people, diese Leute, God chose these people. Ich habe mich gefragt, diese Leute wurden von Gott auserwählt? Das ist ja auch. Aber 30, 40 Jahre später. Aber 30, 40 Jahre später. Now I see it. Jetzt sehe ich das anders. So, we can see, we are the kurzsichtig. We are glasses. Kurzsichtig. Wir sind sehr kurzsichtig. We can see very little, but we cannot see the future. Ja, wir können nicht so weit in die Zukunft gucken. And if I tell you. Aber wenn ich euch sage. I was traveling with God hand to hand. Ich bin mit Gott Hand in Hand. And God took me 10,000 elk. Und hat mich ins Jahr 10,000 elk mitgenommen. And I saw the future civilization, how things was changing. Und ich habe gesehen, wie die in der Zukunft die Zivilisation hoch und runter gegangen sind. 10,011. Bis ins Jahr 10,000 elk. I saw the future. Habe ich die Zukunft gesehen. I'm writing in the book. Und du schreibst das auch ins Buch. If you have a light, wenn ihr Licht habt, intensive light, intensives Licht, you can travel in past, könnt ihr in die Vergangenheit reisen, you can be in present, in der Gegenwart sein, you can be in future, oder auch in der Zukunft sein. But if you have intensive light, aber wenn du sehr intensives Licht hast, everything is for you is the Gegenwart, ist alles für dich in der Gegenwart. Present. Yes. But question is, what you should do that God's light come inside of you. Die Frage ist, was kannst du tun, damit Gottes Licht in dich kommt? It does not come because you are talking to God. Es kommt nicht, weil du einfach nur zu Gott redest. Yes, no, that's not it. If you ask me in this seminar, I will tell you this. Wenn du mich fragst in diesem Seminar, dann sage ich euch das und das. Fleisch wegen das. God hat Deutschland. Vielleicht wegen, deswegen hat Gott Deutschland auserwählt. Until I die, bis ich sterbe, I take this Hoffnung with me. Werde ich diese Hoffnung mit mir nehmen. Or maybe something change. Oder irgendetwas wird sich ändern. The only thing what I saw was change, actually. Die einzige Sache, die ich gesehen habe, die sich ändert, I don't know from where money came. Ich weiß nicht, von wo das Geld herkam. But I think we know. Her son became world champion. Yeah? Ihr Sohn wurde zum World Champion.
in die Boxen. Im Boxen. Money came in the end. Am Ende kam das ein Geld. Nightmare God Festival. Und dann habe ich so ein God Festival gemacht. Berlin, Frankfurt, große Städte. In Berlin, Frankfurt, große Städte halt. And I invite people food. Ich habe Leute zum Essen eingeladen. Drink. Zum Trink, also Getränke. And we gave millions books. Und wir haben Millionen von Büchern gegeben. In the books I put 20 euros. Und in diese Bücher habe ich 20 Euro reingemacht. Und dann, yeah. Und dann kam die Stolz, German did not came, aber da steht Schlange. Die stolzen Deutschen, die kamen nicht, aber ne, da war eine lange Schlange von. Und habe ich gesehen, die Fernseher hat nur Quatscherei gemacht. Ja? Das, warum ich schmeiß die Geld. Ja? But I put the 20 euro und die ganze Deutschland hat gewusst, dass das ist Offenbarung von Gott. Ja, das habe ich am Ende gesehen. Englisch. Das heißt, ja, yeah, this I saw in the end. Das, ja, das habe ich am Ende gesehen. And this was a God Festival. Aber es war ein Gottes Festival. Million books we gave. Millionen von Büchern haben wir gegeben. Yeah. When this time come, I think then I finish my mission. Wenn diese Zeit kommt, dann denke ich, dass ich dann meine Mission auch beendet habe. I spoke everything. Dann habe ich alles ja gesprochen. Yes. Dann kannst du Urlaub machen. Ich bin ja mal lang. Urlaub meinst du her oder hier? Erstmal hier. Füße hoch. Okay, die Farbe von die? Geist. Many times people say the Geist, when they see a color. Oft sagen die Leute, wenn sie vom Geist die Farbe sehen, sie sagen, du hast die Farbe, du hast die Farbe, du hast die Farbe. The inner color is not me, and don't tell the identity of your spirit. Diese Aura, also die Farbe drumherum, sagt nicht die Identität eures Geistes aus. It is changing. Die verändert sich. Also es gibt einmal das Licht im Geist und das Licht if um den Geist herum. In lovely, und sehr in Liebe bist, harmony, in Harmonie, you have other, hast du eine andere Aura. When you are aggressive, wenn du aggressiv bist, you have other, hast du eine andere Aura. When you are very much like in the trouble and negative thinking, wenn du sehr in Probleme hast und negativ denkst, you have another, hast du eine andere Aura. So this is changing every day. Das heißt, die ändert sich jeden Tag. How you spend your day. So wie du deinen Tag verbringst. But the Hindu believe that this aura telling the identity of spirit. Aber die Hindus zum Beispiel glauben, dass diese Aura die Identität dieses Geistes auch zeigt. Das ist nicht wahr. Yes. Identity of the spirit comes then. Die Identität des Geistes kommt dann. When somebody very spiritual open, wenn jemand, der sehr geistig offen ist, and he can go through your spirit, der durch deinen Geist gehen kann, and he can see, und der es dann sehen kann, then this is the another, dann ist das was anderes. Yes. So sometimes it has something to do with your spiritual growth. Manchmal hat es etwas mit deinem geistigen Wachstum zu tun. I saw many times. Das habe ich auch oft gesehen mit offenen many Augen. Time. Sometimes I saw people brown. Manchmal habe ich den Leuten den Geist braun gesehen. One year later I saw Klarheit. Und ein Jahr später habe ich Klarheit gesehen. One year later I saw more darkness inside. Und ein Jahr später habe ich noch mehr Dunkelheit darin gesehen. So it is a Aura oder Geist? Geist. Also im Geist jetzt. Geist. So it's changing. Also es ändert sich. How? Und wie? I'm revealing to you first time. Ich offenbare das für euch zum ersten Mal. In our universe. In unserem Universum. They are spark. Gibt es Funken? But they are colorless. Aber sie sind farblos. Colorless. Farblos. How according to your motivation? Je nachdem was deine Motivation and the direction. Und die Richtung, die du damit nimmst.
and what you want to reach your goal. Und was denn deine Ziele sind, was du damit machst? These three things, this colorless spark is coming inside of your body and transform and give to spirit. Diese drei Dinge sorgen dafür, dass diese farblosen Funken in dich reinkommen und dann, dass sie dann Farbe annehmen. Yes. Then this is going in your spirit. Und die gehen dann in deinen Geist. This can make your spirit dark. Das kann deinen Geist dunkel machen. When you are living a evil life. Wenn du ein sehr böses Leben lebst. If you are living a middle life, wenn du ein mittleres Leben lebst, oder it can be another spark. Dann können es auch andere Funken sein. Depend on how your motivation, kommt auf deine Motivation an, your direction, deine Richtung, die du damit nimmst, and your result, okay. Und dann das Ergebnis. Yeah, this is very important, okay. Das ist sehr wichtig. Many people have a Klarheit. Viele Leute haben Klarheit. So this spark, which is invisible, das heißt, dieser Funken, der unsichtbar ist, is coming daily in your spirit, actually. Kommt also täglich in deinen Geist. And you don't see. Aber du siehst das nicht. But dieser Mario, Mario da, ne? Ja, aber dieser Mario, Mario zum Beispiel. Mostly he see this spark, blue light coming to me. Aber meistens sieht er, dass dieser blaue Funken im Blau zu mir kommt. Yes, he see many times. Because I'm doing God's whole day the work of God. Ja, weil ich ja den ganzen Tag die Arbeit Gottes mache. So this is very important. Ist also sehr wichtig. Don't forget. Vergesst nicht. That this spark, which is invisible, dass dieser Funken, der unsichtbar ist, is coming to you. Zu dir kommt. And according to your motivation. Und je nachdem, was deine Motivation ist. What you want to reach. Und was du damit erreichen möchtest. Going to your spirit. Geht es auch in deinen Geist. And you don't know. Aber du weißt es nicht. And what happened in the end? Und was passiert am Ende dann? If somebody is spiritual, he can see now. Wenn jemand jetzt geistig ist, dann könnte er es jetzt sehen. When he's not, aber wenn nicht, then you see in the end. Dann siehst du es am Ende deines Lebens. Yes. And then it's getting late. Aber dann ist es zu spät. Yes. Then the colors which we see, dann sind die Farben, die du siehst, in the aura, und in deiner Aura, is nothing than day by day how you live. Das sagt nichts aus, außer Tag von Tag, wie du lebst. Ja, was war noch? Danach kommt der Wille Gottes und ideale Welt. Ja, das ist ein anderes Thema. Wille Gott. Jemand hat eine Frage? Somebody have a question about this? Wir waren mal bei Hübe, da habe ich ja, ich sag jetzt mal, das ist auch die Aura gewesen von Mario und von dir gesehen, wo wir da, wo wir da in einem Zimmer standen. Und da war auch eine Verbindung zwischen euch da, das war so ziemlich eindeutig sichtbar. Lovely. Was war das? Ja, es war so hell, gelb, gold, so in die Richtung ging das. Was war? So hell, gelb, gold vielleicht so. Ja, yeah, okay. Das war der Moment, wenn Hubert umgeht, wie heißt er? Angela. Angela hat gesehen, offen Augen, wenn meine Seele kam raus. Das war der Moment. Der hat gesehen, diesen Moment, meine Seele. Weil das war coming raus. Ja. Und der hat gemeint, die Angela, und was going. Aber kurz später warst du da. Ja. Und was hast du gesehen? Das war die Golden. Was war? Golden? Ja, Goldgelb. So ist zwischen mich und. Ja. Und ich stand ja auch eigentlich zusammen. Und das war so eindeutig. Ja. Ja, okay. Das war dieser Moment. Kann sein, ich bin noch zwischen mich und sie. Oder kann sein auch das Angewesen war da. Das kann auch sein. Hm. Und das war komisch, das war nur bei euch beiden, weil der andere hat das nicht gesehen. Ja, ja. Können wir einmal ganz kurz unterbrechen, weil unsere Batterie ist leer. Wir würden gerne einfach wechseln, ja?
Moment. Mach du mal. Hast du nicht geschlafen? So gut wie nicht, ne? Ja, doch, doch, zwischendurch auch so ein bisschen mal. Aber ich hatte das Zeitfenster so gesetzt und dann habe ich es geschafft. Aber wirklich, aber auch mit Unterstreichen und alles, nicht nur so Überführung. Komplett. Ich hab meine Schwester nur gefragt, was hat der denn geraucht? Ja, 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 so kann man es auch sagen. Wie lange dauert das Buch? Ich bin nicht ganz durch. Bitte? Sie ist noch nicht ganz. Ich bin noch nicht ganz. Also, die ist zeitlich zur Verfügung. Ich habe mir die dann halt so genommen. Und das zwei Tage ist einmal. Das ist echt Wahnsinn. Ja. Man wollte nicht mit dem Anfang. Ich glaube, das ist in England die letzten zwei Tage. Ja, du hast es aber durchflogen und nicht so. Sie fliegen immer alles. Ja, ich habe richtig. Alles aber ich kriege trotzdem alles gut ab. Ja, ja. Bei uns geht das dann halt irgendwie so. Drei Tage. Ja, so, ja, nix. Also bei mir hat es schon drei Tage. Ich habe inzwischen auch mal ein bisschen geschlafen. Genau. Das geht. Aber das war für mich so, so bekannt. Irgendwie so bekannt. Also deswegen habe ich jetzt aufgefressen. Wieder, er hat immer die Wahrheit. Oder ich habe auch nicht, weil sonst geht die Kamera aus. Du musst mit einem schlafen. Also du musst nicht so genau. Das genug ist schon. Aufs Herzchakra und dann. Oh. Ja, das habe ich auch immer auch so eingeschlafen dabei. Ja, das kommt auch ganz gerne schon passiert. Dann korrigieren, weißt du. Dann habe ich mir immer so gedacht, der Herr gibt es dem seinen Schlaf, nicht? Oh, und dann geht das dann schneller. Man kann das auch unter das Kopfkissen legen. Das heißt auch. Genau. Zwei Nächte unter das Kopfkissen, dann hat man das auch gelegt. Ja, man muss es nur. Also, wirklich? Nein, so lange über Sprache haben wir gesagt. Nein, das ist immer irgendwo eine gewisse Wahrheit, ist immer drin. Der Herr gibt es dem Seiten des Schlafes. Hunger und Durstig, er kriegt den Namen. Ja, genau. Ja, ich habe katholische Theologie studiert. Ja, was? Ja, ja. Katholike? Ja. Und, also unter anderem. Ja, schon. Katholik, ja. Katholik, ja. Bist du Priester? Nee. Nee, okay. Nee, katholisch geht das ja nicht. Das ja nicht. Okay. Katholisch, als ich dieses Buch angefangen habe zu lesen, dann sind mir die Fragen sind beantwortet worden, die ich immer hatte an mein Studium, an Gott, an die Offenbarung und so weiter. Ja, da habe ich dann gespürt so, das ist jetzt hier die Wahrheit. Ei. Ja, das ist die Wahrheit. Und das geht dann auch rein und dann ist das auch eine deine Motivation zu studieren, Katholik? Ja, ich wollte Religion studieren. Also das, ich wollte Religion studieren, weil die katholische Soziallehre ist sehr umfassend in unserer Gesellschaft integriert. Die Soziallehre. Auch in der, ja, die ist da, die ist auch sehr intensiv. Und ich habe auch im katholischen Unternehmerverband habe ich gearbeitet mit Katholiken, die ein Unternehmen haben. Und das waren auch, die haben Werte gehabt. Ja, die nicht. Es gibt schon gute Menschen. Also das ist eben das, was ich auch immer sage. Ich bin damit groß geworden mit der Kirche, katholischen Kirche. Ich habe immer schon geschimpft auf diese reichen Bischöfe und habe immer schon damit gehadert. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir das alles so zack zusammenschmeißen, sondern ich hatte ein Bild, wie wirklich diese Kirchenmauern, die man, wenn man so ein Haus gebaut hat auf Pappe, ne, kann man, das muss man ja erst aufmalen und dann zusammenfalten, also wie das so die Mauern auseinanderfielen, aber wir als Katholiken, sage ich jetzt mal, damit mitgehen konnten. Und darum kann ich jetzt nicht Menschen, mit denen ich mein Leben lang verbracht habe, die mir was Gutes getan haben, kann ich jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt einen anderen Glauben, ich habe jetzt was anderes kennengelernt, ich trete euch in den Hintern und tschüss. Kann ich nicht. Genauso kann ich jetzt auch im Moment noch nicht sagen, ich besuche jetzt keine Messe mehr oder so. Ich bin
echt gestresst mittlerweile in der Messe, weil ich ständig irgendwelche Sachen nicht mehr mitsprechen kann. Und sagen muss, okay, alles was von Gott kommt, bitte ja, andere bitte transformieren, ne, damit sie nicht in Liebe gewandelt wird. Es ist echt schon mittlerweile stressig, so ein Besuch. Aber ich kann jetzt nicht sagen, in meiner Gemeinde oder überhaupt im Dorf oder sonst was, so, ihr könnt mich jetzt alle, ich gehe jetzt nicht mehr und mache nicht mehr mit oder wie auch immer, weil das auch nicht authentisch sein würde, in dem Sinne, dass die dann sagen, okay, die dreht jetzt durch. Aber wenn man noch stückweise mitgeht und wandelt das Ganze langsam, behutsam, dann ist, glaube ich, eher eine Akzeptanz da und streut immer mal so einen Samen. Ich sage mal, Zeit sagt das so und so und das könnte das und das erklären. Das ist das ganz anderes, als wenn man das so radikal macht, glaube ich. Also zumindest für mich der Weg. Darf ich da was sagen? Bitte? Darf ich da was sagen? Ja, bitte, bitte. Also mein Lebensweg war eigentlich so, dass ich bin ja mit 8 Jahren, so, wie so viele Katholiken, zur Kommunion gegangen. Und das hatte ich, glaube ich, mal erzählt. Ne? Da, und zwar habe ich damals mit 8 Jahren mich innerlich von der Kirche losgesagt. Okay. Ich hab gespürt, dass dieser Religionsunterricht und so weiter und das auch, da war etwas dahinter, was mir nicht gefallen hat. Als ich Kommunion hatte, habe ich mir unbewusst als Kind hier ein schwarzes Kreuz drauf gemacht und habe meine Hand ausgestreckt und habe diese heilige Hostie angenommen mit diesem schwarzen Kreuz. Und der Priester, der mir die gegeben hat, der hätte mich mit seinen Blicken fast ermordet. Das war nochmal so ein Hinweis für mich, dass da ist irgendwas, was ich nicht will. Als ich dann aber angefangen habe, also ich habe dann, ich erzähle jetzt mal so ganz, ganz, ganz kurz nur, weil ich finde den Hintergrund total wichtig. Ich war 20 Jahre im Buddhismus, richtig integriert, ich habe richtig praktiziert. Ich habe den Buddhismus kennengelernt. Ich habe die erste Meditation, die ich gemacht habe, die war so stark und ich habe mich immer gefragt, wäre dieses ganze Buddhismus ganz wichtig gewesen? Ich habe mich hingesetzt. Du musst weiter. Ich habe gerade gesehen. Entschuldigung. Nein, du musst weiter. Ich habe gerade gesehen, Jesus kam rein. Okay. Herzlich willkommen. Das stimmt. Das gibt mir gerade die Gänsehaut. Ich sag dir warum. Ich habe da gesessen. Ich hab gesessen. Und habe neben Buddha den Jesus gesehen. Och. Neben Buddha habe ich Jesus gesehen. Und habe mich gefragt, was ist das jetzt? Und die ganzen 20 Jahre hat mich dieses Bild im Buddhismus eigentlich sehr bewegt. Ja? Und dann habe ich gemerkt, ich muss Religion studieren. Und wenn es jetzt ein tibetisches Studium gegeben hätte in Bochum, ich habe im Ruhrgebiet studiert, hätte ich das auch studiert. Aber ich habe katholische Theologie genommen. Es war einfach, weil ich diesen Bezug zu Jesus und Buddha hatte. Aber hinterher habe ich gemerkt, Buddha hat mir nichts mehr gegeben. Buddha war zwar jemand, Buddha war vielleicht auch ein Erleuchteter, ich weiß es nicht. Ja? Ich habe mich davon abgesandt und habe dann dieses Bild wieder vor mir gehabt. Und im Studium habe ich gemerkt, Jesus war da und Gott war da. Und ich habe im Studium keine Antworten gekriegt, wie die beiden wirklich zusammenwirken. Ich habe keine Antworten gekriegt. Ich habe sie erst gekriegt, jetzt durch dieses Buch. Wow. Die Antwort. Ach, der Kaschmir. Wow. Da waren die Fragen. Ich studiere. Nicht weiter bleiben. Das war's. Ja. Und ich wollte auch teilen. Das ist später. Jesus einmal Buddhist war. Bitte? Jesus, einmal über Buddhist. Später, ich spreche in die Richtung. Okay. Das ist. Okay, ja, den weggegangen. Okay. Habe ich Buddha gegessen? Weggegangen. Aber dann nach Schweden, nach Hause, Wille auf Gott. Ich gebe Vorträge, Wille auf Gott und Jesus. Aber das ist viele Wahrheit, was ist nicht in dieser Logik. Ja. Das kann man lesen in Unterhaltung. Ja. Oder Neubuch, meine Weg zurück zu Himmel. Ja, das ist viele Bücher. Ja, bitte. Na, die wenigsten machen sich bewusst, wie eine Kirche aufgebaut ist. Es gibt immer das Paradiestor, bei manchen Domen ist das sehr schön ausgeschmückt. Man geht durch das Paradies auf das Gold zu, des Altars. Man geht vom Paradies in das Materielle. Eigentlich ist eine Kirche etwas sehr Negatives. Wenn man Schwingungen spürt, kann man das auch spüren. Die Kirche ist dazu da, um Angst zu produzieren. Das heißt, ich war auch sehr stark konditioniert. Ich habe mich dann davon gelöst. Ich habe Kaufmann gelernt. Ich habe mir ein Konto gemacht.
was haben die Positives gemacht, was haben die Negatives gemacht. Also Positives gab es nur einige Persönlichkeiten, aber nicht die Kirche als solches. Was hat die Kirche gemacht? In Südamerika, hier bei den Germanen, überall. Kreuzzüge, was auch immer. Das ist eine Bilanz, die ist sowas von negativ, dass es für mich dann nach anderthalb Jahren relativ leicht war, mich davon loszusagen. In der Kirche wird durch die Orgel Ultraschall erzeugt. Auch das erzeugt unterschwellig Angst. Und diese Angst wird, warum ist der Kirchturm spitz? Schon mal drüber nachgedacht? Das heißt, die Kirche ist ein Ort, um Angst zu produzieren. Todsünde, Exkommunizieren, diese Lieder. Es wird ja überall Angst produziert. So viel Liebe schon empfunden habe und so viel. Ja, aber das ist dann. Ich habe das auch fest. Du bist das. Es gibt auch Kirchengruppen, ich bin ja nicht mehr involviert, aber ich habe Freunde, die in Kirchengruppen sind, die dann sehr Positives machen. Das ist aber immer die untere Ebene. Ja. Sobald es dann. Ja, ja, das stimmt, die Basis. Ja, alles genau. Andere, und ja. Ich kenne so tolle Priester, darum lasse ich wirklich. Und es gibt auch wirklich doofe. Und ne, je höher, desto. Ich habe jeden Priester an die Wand genagelt mit dem Satz: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was macht die Kirche? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da hat mir keiner wechseln können bisher. Denn das machen die, das leben gut. Einzelne, aber die Kirche als solches lebt das nicht. Sie sammeln, nehmen wir mal ein simples Beispiel. Die Diözese Köln hat, oder Paderborn, oder wie es heißt, 350 Milliarden Vermögen. Was machen sie denn damit? Ja, das frage ich mich. In Berlin, in Paderborn, überall gibt es Obdachlose, die liegen auf der Straße. Die liegen auf der Straße. Ja, 350 Milliarden. Gut, aber das kann man jetzt auch nicht so pauschalisieren, weil es gibt ganz viele katholische Einrichtungen, die von der katholischen Kirche finanziert werden, wo Hilfen, ob es schulische Bildung ist oder sonst was. In Berlin liegen, ich gehe durch Berlin. Ja, aber geh doch durch Berlin, verteil das Geld und guck 10 Jahre später, wenn das Geld doch, weg ist, nein, dann es ist es immer Geld die verteilen. Gleiche Situation. Es geht nicht ums Verteilen. Von der AfD gibt es den Guido Grant, der hat eine Rede gehalten in Bayern bei der letzten Wahl. Und der hat gesagt, die brauchen Zuneigung. Die brauchen jemanden, der ihnen zuhört. Mhm. Das sind Gestrandete. Mhm. Die sind total gestrandet. Und da gibt es keine Hilfe von der Kirche. Wir müssen die Kirche nicht immer nur so mit goldenen Schleier sehen. Mhm. Die tun nichts. Die haben ein Riesenvermögen. Die Ordensleute sind, dass die da arbeiten. Auch nicht. Doch, ja, natürlich. In Paderborn, Schwester, ich habe selbst geholfen bei einem Heiligabend bei einer. Und trotzdem liegen sie auf der Straße. Also am meisten ist mir das aufgefallen in Berlin. Da liegen am Bahnhof Zoo 30, 40, 50. Und in jedem Hauseingang liegt einer auf einer Isomatte. Das ist doch nicht normal. Was ist das für eine Gesellschaft? Was ist das für eine Gesellschaft, die zulässt, dass Hunderte in Berlin auf der Straße liegen? Was ist das für eine Gesellschaft? Und nicht die Tore der Kirche öffnen und sagt, kommt rein, schlafen. Ja, also, Entschuldigung, da werde ich so. Wir haben unendliche Vermögen. Mit einem Bischof so gestritten wegen so etwas, du. Ja? Ja. Also, wenn wir jetzt weiter so negativ gehen, das macht gar keinen Sinn. Es bringt uns. Lass doch die Zeit über Gott sprechen. Ja, genau. Und lass uns was tun dafür. Nicht irgendwie dagegen denken. Das bringt doch gar nichts. Die Religion hat Menschen gemacht. Ich wollte was sagen. Ich hatte ja das, ich glaube, dass bei mir, dass ich also mehr oder weniger geführt worden bin, ich weiß es aber nicht genau. Zum Beispiel Elisabeth meinte, dass ich geführt worden wäre. Ich habe also Verschiedenes. Ich bin von Hause aus bin ich evangelisch, habe aber nicht das so mitbekommen im Elternhaus, keine Tischgebet oder irgendwas in der Richtung. Und ich konnte ehrlich gesagt mit Gott, war für mich sehr weit weg, ganz fern. Und Jesus, ja, da habe ich, ja, kam mir vor, ja, das war einmal oder es ist, ich hatte da irgendwie gar keinen Begriff, keine Begrifflichkeit von dem. Und Heiliger Geist, ich dachte, was ist das denn? Und
Dann mit der Zeit, ich habe verschiedene Stationen durchgemacht. Ich habe Mormonen kennengelernt, Zeugen Jehovas. Ich habe Freikirchler. Ich war dann auch später in der evangelischen Kirche dann. Aber ich habe eben nicht das gefunden, was ich da wollte. Eigentlich war ich immer fremd. Eigentlich war ich von Anfang an, als ich geboren wurde, seit Kindheit fühlte ich mich dann doch schon irgendwie nicht zu Hause. Und praktisch in von der Gemeinde habe ich jemanden kennengelernt und dann hat sie gesagt, komm mal dahin. Dann habe ich Elisabeth kennengelernt und dann hieß es dann Besichtigung. Und dann war das war das Schlüsselerlebnis. Dann kam sie mit dem roten Buch. Und ich weiß auch nicht, wie ich das berührt habe. Ich habe, wie viele Bücher sind durch meine Hände gegangen und habe gelesen, auch die Heilige Schrift, aber nur so sporadisch. Das war auch erst in den letzten Jahren. Und das Schlüsselerlebnis war 2017. Wie ich das gedacht hatte, ich wusste nichts von dem Buch. Und das heißt, ich habe mir überlegt, einmal sollte es als E-Book und einmal das. Dann habe ich mir gedacht, nein, als E-Computer, das wäre zu sehr belastend. Okay, dann nehme ich das als Buch. Ich wollte einfach nur wissen, ob ich das Buch in der Hand hatte. Da kam das so. Ich dann irgendwie so gerührt. Und als ich nach Hause fuhr, es war am Wochenende, da habe ich gelesen und mir war das, habe ich gedacht, oh, es ist nach Mitternacht, du brauchst unbedingt Ruhe. Dann habe ich das zur Seite gelegt. Aber am nächsten Tag ging es weiter. Und sonst habe ich früher dann so verschiedenes. Bevor ich das rote Buch in der Hand hatte, hatte ich dann in der Bibel gelesen, halt die Bibelverse und dann, was man jeden Tag so an Sprüchen und so. Und jetzt mache ich das nicht mehr, weil ich versuche, und ich lese das jetzt sehr oft und ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Doch, ich weiß es schon, ich glaube, das war auch Elisabeth, ich hatte ja jetzt öfters Kontakt gehabt. Jedenfalls in der Vergangenheit. Und was sie sagte, glaube ich, 12 Mal. Und dann habe ich gesagt, ja, 12 Mal. Habe ich mir vorgestellt, 12 Mal ein Buch lesen. Aber ich muss sagen, das Buch gibt mir sehr viel. Und ich spüre da, wenn ich es lese, viel Liebe durch die Zeit. Und mir fällt auf, was sonst, wenn ich so mit Menschen zu tun habe, dann sind sie oft so versteinert, mit zerknittertem Gesicht und so. Und oft bei Männern, dass sie kaum irgendwie so Gefühl zeigen. Und hier ein Buch, sie weinen, sie sind gerührt. Diese Worte haben mich sehr, sehr berührt, ergriffen. Und ich hatte vorher ein Buch gelesen, da ging es auch um Jesus und da ging es um die Geburt, also um die Zeugung und um den Tod und Auferstehung. Und da habe ich überlegt, ja, wie kann das sein? Heiliger Geist, was ist das? Wer ist das? Wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Und Jungfrau Maria, wie soll das sein nach der Geburt? Jesus hat wie viele Brüder und Schwestern gehabt? Wie soll das gehen? Und und dann war das so, in der Bibel steht, dann will ich jetzt auch nicht weiter ausführen. Da habe ich auch gedacht, ja, wenn er gestorben ist, und dann stand dann, die Türen waren zu, ja gut, wenn der Geist ist, kann er ja auch durch die Tür. Dann habe ich aber, ich weiß aber nicht mehr, weil ich ein anderes Buch gelesen habe, dass Jesus scheinbar nicht gestorben ist. Und dann habe ich im Internet, ich weiß gar nicht, wie das kam, bezog ein Grab, Jesus in Kaschmir. Habe ich gedacht, ja,
Vielleicht ist es der Jesus aus Israel, aber vielleicht war es auch eine andere Person, die auch Jesus heißt. Und ich habe dann da gesessen. Ich habe also das Internet aufgehabt, das Buch vor mir. Das war von Franz Alt, auch bei Jesus da. Erwähne ich mich ganz kurz. Und dann habe ich da gesagt, okay, das sind jetzt die Eckpunkte. Ne? Also einmal da die Zeugen mit Geburt und das andere Tod und Auferstehung. Und ich habe da gegrübelt, ich weiß nicht, Minuten lang. Ich habe gesagt, ich muss doch irgendwie eine Antwort finden. Antwort finden, ich weiß nicht. Habe ich gesagt, okay, ich komme nicht weiter, lass das sein. Wichtig ist ja, was Jesus den Menschen gebracht hat. Und das Buch, als ich das 2017 in der Hand hatte und habe das dann gelesen, ich habe das jetzt erst am Anfang nicht so nacheinander, habe auch eine Reinkarnation, weil ich wissen wollte, ob das wirklich so ist, wie ich annahm, dass man immer wieder geboren wird. Und dann habe ich da, und dann war ich auch, da habe ich gedacht, ja, hast du vielleicht keine Chance andererseits, aber immer wieder geboren werden und immer wieder dasselbe durchleben, Schule und so, wusste ja, wie schwer das für mich war. Mehr oder weniger. Aber, um zurückgekommen zu Jesu Leben, da habe ich die Antwort gefunden. Da war ich wirklich sowas von glücklich, weil da gesagt wurde, Heiliger Geist ist erstens Erzengel Gabriel. Und dass gesagt wurde, damit sich Maria schützt und das Leben Jesu in ihr, dass sie dann sagen sollte, es ist Heiliger Geist. Sie hat aber nicht gesagt Erzengel Gabriel, dann wäre das so ein Heiliger Geist. Und dann wusste ich, aha, jetzt ist klar. Und dann später, als Jesus dann am Kreuz, ja, weil das dann, ich weiß von vom Islam, dass es hieß, Jesus hätte gar nicht vielleicht am Kreuz gehangen, es wäre jemand anders. Ich weiß es nicht, ob das stimmt. Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, und da stand es, er hat zwar am Kreuz gehangen, aber es gab einen, der sich nicht zu ihm bekannt hat, öffentlich, weil er aus Angst für sich und seine Familie, aber er war mit dem Herzen dabei, mit dem Geist, und hat eben, anders geht das eben nicht, die Römer bestochen, den Höchsten, und so wurde das Leben gerettet, aber Jesus, ich konnte das verstehen, dass er das nicht mehr machen konnte. Ich kann mir gut vorstellen, wie schockiert und traumatisiert man war oder aus welchen Gründen. Er hat das Land eben verlassen. Und dann war mir klar, Kaschmir, das Wort. Dann hatte ich den Bezug zum Internet und habe gedacht, das könnte wohl so sein. Und das, auf jeden Fall, wenn ich jetzt heutzutage, ich habe gesagt, sofort, ich habe seit dem letzten Seminar im Herbst letzten Jahres, da ging es mir nach dem Seminar sehr schlecht, das möchte ich auch nicht weiter ausweiten. Da ging es mir psychisch und körperlich nicht gut. Und dann habe ich zu Gott, dass ich da jeden Tag versuche, ich denke, dass es Gott ist, der mit mir spricht, aber sicher bin ich mir das nicht. Dass ich mein erster Gedanke, wenn ich nachts aufwache, frage, was soll ich machen, soll ich meditieren? Und ich will es nicht weiter ausführen, aber ich sehr oft auch die Frage nach seinem Willen. Was möchtest du? Was will ich tun? Ich gebe dir alle ein Wort, ich gebe dir Zeit, was nötig, ja? Elisabeth hat mich auch oft, wir nehmen Zeit heute, ja? Und sie auch. Auf jeden Fall, für mich ist Gott, also im Mittelpunkt, der erste Gedanke, wenn ich aufwache, und der letzte Gedanke. Und ich weiß nicht, ob das so ist, wie ich sage, ich liebe dich, Gott, aber ich glaube, es ist wie ein Lippenbekenntnis. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dann spüre ich sowas, so viel Liebe, und dann kann ich auch, dann habe ich, es ist aber nur für einen Moment, als könnte ich dann auf einmal ganz fremde Person dann schon haben, oder so ein Gefühl, aber dann ist, ich schwanke so. Ich habe leider auch,
Ja. Leider wechselt das ja oft, weil ich, das liegt aber auch daran, ich musste lernen, drüber zu stehen, auch wenn ich in dem Umfeld, ja, wenn ich ein anderes Umfeld hätte, ist es leicht gesagt, dann hat man das vielleicht einfacher mit zu Gott, aber ich spüre jetzt häufiger sowas wie, das geht dann so, ja, ich weiß nicht, ob das die Liebe Gottes ist oder ob das meine Liebe ist. Ich habe dich ja auch nachher geteilt. Liebe Gott ist wie Wind. Wind. Ja. Wenn wir sitzen und wunderschöner Wind kommt, da steht keine Frage. Verstehst du? Das ist die, von wo kommt dieser Wind, wo geht. Ja? Wenn die Liebe Gott kommt, das kommt wie ein Wind. Ja? Und diesen Moment, du solltest genießen. Und nicht Frage stellen, das ist Gottliebe oder das ist, was ist das? Das ist der Moment für dich und du diesen Moment nehmen und dann bringt dich noch mehr Heilung weg. Kann das sein, dass ich spüre es von innen her, nicht von außen, von innen her. Was ja nicht von außen kommt. Einfach nicht zweifeln. Ja, genau. Zweifel ist nicht der richtige Ausdruck, es ist eine Unsicherheit. Dann keine Unsicherheit. Ja, weil viele können das gar nicht spüren. Einfach auch dafür dankbar sein. Danke, dass ich das spüre. Egal was. Diese Dankbarkeit. Unser Problem ist, nach dem Stadium, habe ich gesprochen, nach dem Stadium war das Verstandsstadium. Ja. Wenn du gehst in diesen Weg, der Verstand spielt große Rolle, Einfluss dich. Ja. Das ist Illusion, ja, Illusion. Und gibt viele Zweifel. Nicht nur das, was er hat gesagt, auch wenn deine Seele kommt raus von dem Körper, auch wenn Verstand spielt eine Rolle, Seele kriegt mit dem Körper. Und das geht auch nicht aus. Ja, verstanden. So, schade, dass euch nicht in das Stadion gehört. Verstand und ist auf Körper, YouTube. Verstand. Und, aber euch kann sehen in die YouTube. Mhm. So, wir müssen aufpassen. Deine Emotion ist sehr intensiv, aber dann dein Verstand dominiert dich. Immer noch. Ja. Yes? Und da kam dann die Herausforderung oder so. Ja. Oder die Tanz. Ja. Ja. Habe ich dich, nach dem Seminar war, habe ich dich auch geteilt. Alles, was kam zu dir, ja, innerlich, nimm ein Geschenk. Dieses Geschenk kommt von Gott. Und du hast 50% wahrgenommen, diese Offenbarung oder 100%, ja? Das ist auch ein Geschenk vom Himmel und von Gott. Du hast so lange gesucht. Zum Beispiel diese Marion hier, ne? Marion hat erst studiert, welches Buch? Ich habe eigentlich alles, egal ob es die Bibel war, ob es der Koran war, ob es Buddhismus, Hinduismus, alles. Und dann, was war passiert mit sie? Mehr sie hat diese Bücher gelesen, mehr sie war aggressiv. Die islamische Muslime hatte so aggressiv. Und wenn sie war mehr aggressiv, ich glaube, meine Buch geht auch dann über. Ja? Aber Gott sei Dank, sie war immer noch so. Ja, ich habe ja wirklich, ich habe sogar Karten gelegt und all so ein Zeug. Also ja. Ganze Litanei, alles, was man so macht, ja, auf dem Weg zu Gott. Ja. Und dann, die Buch kam in ihre Hände. Und sie begehen zu weinen. Ja, ich habe nur geweint. Geweint. Und ich habe gewusst, das ist es. Das ist es, was du gesucht hast. Mich war das heute ist deine sehr, Antwort. Mich war sehr interessant, was du gesagt hast, du hast studiert. Ja. Ich habe in Zukunft gesehen, so viele Menschen in Catholic, nach 2040 und 2060, die haben dieses Buch genommen und die kamen raus von der Katholik. Ja. Oh ja, so ich bin nicht gegen die Katholik. Ja. Das kann ich mir vorstellen.
Ja, das ich kann, kann ich auch nicht. Ich komme auch aus dem katholischen Glauben. Ich bin auch getauft, alles, wie man das so macht. Ja. Und ich habe auch vorhin, wo du gesagt hast, dass du in diesem katholischen Glauben doch so diese Nächstenliebe, doch so eine Wärme und sowas schon gespürt hast. Oder überhaupt dieser Umgang mit Menschen, dieses Soziale. Das kann ich auch nur bestätigen, weil ich habe Erzieherin gelernt und ich habe gelernt im katholischen Kindergarten. Das war alles richtig schön, harmonisch. Du bist reingekommen in dieses Haus. Das war schon harmonisch einfach, ja. Und die Leitung war auch super Frau, muss ich ehrlich sagen, ganz tolle Frau. Und das war schön. Danach, als ich mal fertig gelernt habe, bin ich in städtischen Kindergarten gewesen, privaten. Und ich habe immer ein komisches Gefühl gehabt, schon wenn ich da hingegangen bin, oh, ich habe keine Lust gehabt, überhaupt da zu arbeiten. Die ganze Atmosphäre war unangenehm. Das war alles so oberflächlich, ja. Alles so, schon alleine, wenn du nur über Gott reden wolltest, wer ist das? Ja, also so dieser Abstand hast du so ganz extrem gespürt. Also es war einfach keine schöne Atmosphäre. Und ich selber, ich meine, ich bin jetzt nicht im katholischen Glauben hängen geblieben, überhaupt nicht, weil ich war ja auf der Suche schon sehr, sehr früh. Aber trotzdem habe ich darauf Wert gelegt, dass meine Kinder im katholischen Kindergarten gehen und nicht in einen öffentlichen, sage ich jetzt mal von der Stadt oder so. Weil einfach doch die Grundvoraussetzung und diese Atmosphäre ist in einem vom kirchlichen Träger, jetzt katholischen in dem halt Fall, doch anders, als wenn du in einem privaten oder in einem öffentlichen von der Stadt, also vom Staat bist. Das ist schon noch irgendwo anders. Und meine Kinder sagen das auch selber, jetzt halt, die auch schon in der Schule sind, Mama, das war toll, dass wir da waren. Und die sehen zwar jetzt anders, wenn sie in den katholischen Unterricht sind, also mein Kleiner kommt immer auch, Mama, was die für einen Quatsch da reden, ja. Wenn ich schon immer höre, was Jesus anscheinend sein soll, Gott und was weiß ich, und er diskutiert auch in der Schule dann darüber, ne, das stimmt nicht, so ist das nicht. Und also er fängt da schon an. Aber ich glaube, die Grundvoraussetzung einfach, um in Richtung Gott doch ein bisschen zu gehen, ist schon nicht schlecht, wenn du auch irgendwo schon mal vorher Kontakt damit hattest. Also das finde ich schon. Und diese, wie heißt diese Mainz, die Kardinal? Der Kardinal Mainz. Kardinal Lehmann. Ich habe den Kardinal Lehmann. Er hat da überall in Hessen Briefe geschrieben, in Katholik, dass niemand sollte Herr Kahn lesen. Hat er gesagt? Briefe. Ja. Und wer lest Herr Kahn, dann er gibt weiter Informationen, dass Herr Kahn kam direkt vom Teufel. Ah, ja. Oh. Er hat nicht Volltreffer. Ich meine, andersrum. Spiegel. Gleiche Weise. Ein Spiegel hingehalten. Ja, weil passiert was so, wir haben viele Catholic Pfarrer eingeladen und der war sehr interessiert. Der wollte dieses Buch und in die Ende diese Kardinal hat gesagt, wenn jemand liest Herr Kahn Buch, weil er ist von Teufel weg. Da habe ich gefragt damals, Zeit von Jesus, der hat gesagt, Jesus war Teufel. Belzebub, ja? Belzebub. Yes. Belzebub, working genau. Him. And now they say, ich bin die Teufel, dann ich bin die Bruder von Jesus. Ja? Dann ist eine Bindung ist da. Jetzt Frage ist, diese Kardinal, was war die los, was wir haben eingeladen? Wir haben die getroffen richtig einzeln und haben darüber gesprochen, auch über das Buch. Und viele von denen, also wir sind zu beiden katholischen und auch zu evangelischen hingegangen. Und viele waren so interessiert, die wollten unbedingt das Buch lesen und wollten den Said auch kennenlernen, ihn treffen.
und auch zu dem Baum gehen, wo er die Botschaft eigentlich bekommen hat. Und es waren auch 4 oder 5, jetzt weiß ich nicht mehr genau, sind sogar mit uns in den Wald gegangen, haben sogar Erlebnisse da gehabt. Ja, haben, der eine hat richtig was gesehen, die anderen haben gesagt, wir haben was gespürt. Und daraufhin, die haben das mitgeteilt, die hatten irgendwie so ein großes Treffen von den ganzen Kirchenleuten. Die haben das da geteilt, haben erzählt, wir waren in dem Wald. Und dann hat der Kardinal gesagt, Moment mal. Dann ist er darauf aufmerksam geworden und hat erstmal eine Rundmail geschrieben und hat denen verboten, ihn zu treffen, dieses Buch zu lesen, weder noch in den Wald zu gehen, noch weiteren Kontakt mit uns zu haben. Ansonsten würden sie ihre Gemeinde verlieren. Genau umgekehrt. Ja? Oder? Das ist, ne? Deckel zu. Und wann war das denn? Das war vor 3 oder 4 Jahren. Ja. Ja, kann schon 4 Jahre, ja. Schon 4 Jahre her sein. Habe ich auch heute gemerkt, dass Jill war 2-3 Mal her, morgen auch. Ich, nächste Thema, Will of God, was ist das nächste Thema? The Will of God. Ja, der Wille Gottes und die ideale Welt. Ja. Ich sollte bringen diese Wille of God, ideale Welt, und ich nehme Jesus eines Beispiels. Dann euch kann, heute ich bitte teilen, viele Bilder, wo ist nicht in Offenbarung. Ja, genau. Ja, das ist schön. Okay. Ja? Ja, weil kann man nicht alles schreiben in einem Buch. Ja, und jetzt Weg zurück zum Himmel habe ich mehr geschrieben. Na gut, dann macht man Pause ein bisschen. Okay.